So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ich wünsche allen einen guten Morgen. Gerade eben ging mal wieder nicht, ist live. Zum Beispiel auf meinem anderen Monitor ist wieder ein schwarzes Bild. Ich hoffe trotzdem, also ich habe zwei PCs hier, auf dem einen kam es, auf dem anderen nicht. Also, obwohl beide über den Mozilla Firefox eigentlich verfügen. Eigentlich überall das gleiche System da ist. Ich hoffe, dass dann trotzdem bei Ihnen das Bild jetzt sichtbar ist und es jetzt gleich losgehen kann. Ich mache hier nun mal noch mal einen Refresh auf dem anderen Monitor. Im Prinzip so kann es ja nicht weitergehen, wieso das einmal hier funktioniert auf einem Monitor und auf dem anderen nicht. Also nach dem Refresh kommt auch dann dort das Bild. Also ich hoffe, dass mich jeder jetzt hören kann und auch schon währenddessen jeder den Risikohinweis gelesen hat. So, dann kommen wir zum DAX. Der sollte hier gestern, die Unterstützung hat hier gut gehalten, in 30 Minuten, so wie auch im Stundenchart. Und dann gab es aber allerdings hier ja, ab 16 Uhr einen kleinen Abverkauf. Und das Gap ist hier noch offen. Hier auf Schlusskursbasis konnte die 10.200er Marke ja, nicht zurückerobern, aber er konnte über der 10.200 Punkte Marke auf Schlusskursbasis, auf jedenfalls auf Stundenbasis, konnte die Marke verteidigt werden, der DAX. Das ist jetzt auch weiter wichtig. Bleibt er jetzt hier über dieser Marke, dann kann sich hier dieser erwartete Move dann fortsetzen. Ein kleineres oder ein ja, Kaufsignal würde sie hier mit einem neuen Hoch ergeben oder auch schon im Prinzip etwas tiefer dann, ja, höchstwahrscheinlich auch über das letzte Hoch von 14 Uhr. Das würde jetzt hier bei 10.000, etwa bei rund 10.270 liegen. Im Tageschart, ja, schwankt er halt hier zwischen den Marken. Also hier gibt es wieder einen Ausbruch nach unten und noch einen Ausbruch eben dann nach oben. Also muss man sich hier auf den kleineren Zeitebenen nach Signalen suchen. Hier Gold konnte heute Nacht leicht zulegen, aber ich glaube, das liegt hier auch im Kontraktwechsel. Oder auch nicht. Also ich weiß, dass halt demnächst hier auch wieder umgestellt wird. Also im Future wurde schon vor zwei Tagen umgestellt. Und da lag eben der Kurs 2 bis 3 Dollar höher. Nichtsdestotrotz kann er hier wahrscheinlich diese Abwärtstrendlinie jetzt nicht überwinden. Auch am heutigen Tag nicht. Trotz 2 Euro höhere Taxierung. Und wenn es jetzt hier nochmal Richtung 1244 geht, wäre es natürlich gut unterstützt, darf natürlich dann auch ein Stück noch weiter fallen, wenn man das hier als Impulswelle sieht und anschließend dann den Move eben fortsetzen, wie es hier unten schon eingezeichnet war. Im kurzfristigen Bild, ja, kann man hier jetzt im Prinzip was fertig zählen, also wäre hier wirklich ein Rücklauf gut möglich. Zum US-Dollar-Yen, da gab es keine Aktivierung des oder nicht heranlaufen mehr dieser Marke, sondern fällt halt dann womöglich jetzt hier direkt auf neues Tief. Dann sind sowieso die Short Limits oben Makulatur. Und im hier wurde ja das Kursziel erreicht, US-Dollar, kanadische Dollar. Aber ich habe noch zwei neue Setups mitgebracht. Das wäre einmal Euro-Australischer Dollar. Hier sieht es gut aus, dass sich hier auf jeden Fall eine Bewegung Richtung 1,54 stattfinden kann. Aber ist natürlich sehr spekulativ und darüber hinaus, wenn es jetzt hier wirklich das Tief war,
sollte sich hier natürlich ein neues Hoch noch ergeben. Aber solange sich eben hier das Währungspaar über dieser Marke hält, favorisiere ich jetzt hier einen Move nach oben. Bei dem anderen, was gestern vorgestellt worden ist, wurde ja hier die Marke noch nicht erreicht, die Buy-Marke. Das Alternative ging eben hier ein Stück weiter runter unter das 50% Retracement. Die Stoppmarke wurde hier nicht touchiert, allerdings, wie gesagt, das ist jetzt hier auch bei antizyklischen, ist es halt immer sowieso immer schwierig. Ja, und hier könnte jetzt wirklich was fertig sein auch. Allerdings weiterhin bleibt eher diese Marke wichtig. Das ist jetzt hier halt wieder das, ja, wie auch schon gestern eingezeichnet, das so erkannte Setup und das hochspekulative, aber mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis dann. Wenn jetzt hier eingestiegen ist, hat einen sehr engen Stopp und wenn das hier wirklich Richtung Oberkante durchzieht, dann ja, ist es mindestens ein CRV von 4 oder 5. Twitter konnte sich hier ja gerade noch in der Oberkante des Rainbows wieder retten auf Schlusskursbasis. Aber wie schon die letzten Tage gesagt, sieht das jetzt nicht mehr prickend aus. Hier muss definitiv was kommen, aber ausgestoppt ist es noch nicht. Der Dow Jones konnte hier leicht jetzt auf Schlusskursbasis die 10.000, die 18.000er Marke überbieten. Aber allerdings hier kommt er weiter nicht vorwärts. Ich tendiere da eher eben auf einen Rücklauf. Aber das ist jetzt alles nicht, was ich jetzt hier vorstelle, beziehungsweise jetzt traden würde, den antizyklischen Short, sondern wieder auf den Einstieg. Weiter unten warten die ATWA, liegt noch im Plan. Und Nasdaq kam gestern, ja, klassischen Doji, nichts nach oben, nichts nach unten. Hier favorisiere ich, wie gesagt, einen Rücklauf an diese Zone oder auch ein Stück weiter. Also zum Öl natürlich noch. Es war richtig, dass gestern auch das Limit rausgenommen worden wurde. Ja, hier wurde es jetzt oder wäre es jetzt hier erreicht worden. Ist jetzt noch der alte Chart ohne das Short Limit. Bislang eben ja genau an das Limit wäre es jetzt herangelaufen. Allerdings hier warte ich dann auf Stundenbasis auf ein Verkaufssignal. Das aber aktuell liegt hier eben noch nichts vor. Aber gerade weil es jetzt hier ein Wochenwiderstand ist, das ist natürlich in der Woche drüber. Auch ein Tagesschlusskurs ist jetzt für mich hier natürlich kein Kaufsignal, kein neues, sondern was eher ein wirklich natürlich nicht unbedingt ein Kaufsignal in dem Sinne, weil es ja wirklich schon weit in der Bewegung ist. Aber Trendbestätigung wäre das auf jeden Fall, wenn es hier ein Wochenschlusskurs über dieser Marke stattfindet. Dann kann man auch kurzfristig wieder nach Long-Signalen schauen, beziehungsweise halt erstmal die Unterstützungen kaufen. Aber sonst bleibt jetzt hier Trend stehen. Dann sehe ich da wirklich eher einen Abverkauf Richtung eben der 47-Dollar-Marke. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.